Heute möchte ich euch erklären, wie ihr mit Volumenwicklern mehr Volumen in euer Haar bekommt. Ich habe vor ein paar Tagen schon mal den Ansatztrick gezeigt und heute möchte ich euch den Trick zeigen, der keiner ist, weil er so einfach ist mit Volumenwicklern. Hallo und herzlich willkommen bei HairTalk, eurem 1x1 für die Haare. Fangen wir auch nun mal gleich an. Wir haben hier unsere Haare, logischerweise, und wir benötigen lediglich einen Kamm und den Tangle Teaser. Mit dem Tangle Teaser ordnen wir kurz die Haare, dass wir keine Knoten haben. Und dann geht es auch schon los. Wir nehmen unseren Kamm, nehmen ein paar Passé, kämmen dieses aus, sodass, wie gesagt, die Haare schön liegen, und nehmen einen Klettwickler, drehen diesen, bis die Spitzen oben sind, ein und fahren etwas nach und drehen ihn ein. Dabei ist es auch nicht so entscheidend, ob hier, ihr seht es, die Schlaufen etwas überstehen. Weil wir wollen ja lediglich ein bisschen Volumen haben. Wir können auch hinsichtlich dessen ein klein wenig mit den Fingern arbeiten, mit den zwei Fingern, ganz grob, ohne dass wir auf irgendwelche Passebreiten achten. Und dann drehen wir auch hier, ziehen wir, nehmen den Wickler, setzen ihn an, ziehen ihn hoch, gucken, dass die Spitzen drin sind, sonst verkrumpeln diese nämlich. Und dann drehen wir es ein. Machen wir noch einen letzten. Eine ganz simple Geschichte, wenn ihr auf mehr Volumen das Augenmerk legt. So, und schon haben wir ein paar Wickler eingearbeitet. Jetzt nehmen wir den Föhn. Wenn er tun täte, könnten wir ihn auch verwenden. Das war natürlich wieder ein Moment. So, jetzt. Und nun föhnen wir ein klein wenig die Haare an. Natürlich, wenn ihr die Wickler auf nasses Haar dreht, müsst ihr natürlich schauen, dass die Haare ganz getrocknet werden. Ihr könnt die Haare aber auch nach dem Waschen fast schon trocken föhnen und dann, wie ich, die Wickler einarbeiten und dementsprechend anfühlen. Und nun lassen wir das Ganze ein klein wenig auskühlen. So dass die Festigkeit erreicht wird. Warten wir noch einen Moment und dann können wir die Wickler auch schon herausnehmen und haben mehr Stand und Fülle. So, meine Damen und Herren, wie schon berichtet, jetzt greifen wir hier noch mit den Fingern durch. Und wir haben mehr Volumen, wie ich schon bereits gesagt habe. Schaut doch schon mal sehr toll aus und das lässt sich jetzt über den ganzen Kopf verteilt, grob mit den Klettwickeln erarbeiten. Und das kann man noch etwas auftupieren, auch hier ganz leicht, dass wir einen moderaten Stand haben.
Und schon haben wir mehr Fülle in unserem Haar. Ganz easy in noch nicht mal 5 Minuten. Jetzt würde mich an der Stelle natürlich brennend interessieren, hast du das schon so gemacht mit Klettwickeln oder hast du eine ganz andere Technik? Einfach unten in die Kommentarsektion. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch euer Alexander von Hertalk, dem 1x1 für die Haare.